Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Survival-Spiel in einer Early Access Phase, The Endless White. Schnee, Schnee, Schnee und nochmal Schnee in diesem Spiel. Spielt in Alaska nach einem Helikopterabsturz, finde ich mich umgeben von Schnee und nochmal Schnee. Rein ins Getümmel. Was gibt Schöneres als Spiele mit Schnee, während es draußen so heiß ist? Während des üblichen Materialtransports bemerkt der Hubschrauberpilot Markus ein merkwürdiges tickendes Geräusch aus dem Motor. Ein paar Momente später beginnt eine Warnleuchte an der Bordinstrumentierung zu blinken. Plötzlich hört sie ein lautes Geräusch aus dem Motorraum. Sie? Der Hubschrauber verliert an Höhe und schaltet sich selbst ein. Der Hubschrauber befindet sich jetzt im freien Fall. Das ist schlecht. Markus versucht, die Geschwindigkeit schrittweise zu verringern und den Hubschrauber in einer horizontalen Position zu halten, um eine Notlandung durchzuführen. Am Ende gelingt es ihm, zu landen. Plötzlich hört sie ein lautes Geräusch. Und es gelingt ihm zu landen. Ach was, rein ins Vergnügen, rein in den Schnee. Schneemann bauen. Wasser, Lebensmittel, Medikit. Direkt aus dem Inventar. Lasst's mich rein in das Spiel, lasst's mich rein. Ich will irgendwas abmurksen. Panisch davonlaufen. So wie ich's immer mache. Es ladet und ladet und ladet. Es wird ein fantastisches Spiel werden, solange ladet es. Ich bin jetzt schon gehypt, begeistert und was weiß ich nicht was. Gesundheitsjahr, essen, trinken, Schlafi machen. Arktische Temperaturen in Alaska machen immer mehr wie. Jawohl. Okay. Hallo. Das ist ja ein Militärhubschrauber. Ah, den muss ich ja. Genau, ich sollte diesen Militärhubschrauber reparieren, damit ich mich wieder verschüssen kann. Was habe ich im Inventar? Nichts. Okay, das sind ja lauter Häuser. Mistbreak City. Tolmeer. Das sind ja lauter Städte. Ich bin ja gar nicht alleine hier. Nicht so wie bei Sompiercer, wo ich alleine weinend durch die Gegend streifen muss. Nein, hier Mistbreak City. Okay, wie komme ich wieder raus? Lasst mich raus. Raus mit der Map, weiter geht's. Nur recht fesch, da ist ein riesengroßes, hohes Türmchen in der Ferne. Ich habe ein Messer in der Hand. Ich habe doch gar kein Messer. Habe ich noch? Hallo? Okay. Die Brücke ist stark reduziert. Ich muss sie reparieren können. Gut. Ein wenig. Ah, okay. Ich brauche einen Hammer. 30 Bretter. 10 wahrscheinlich Stahl. Barren. 12 Nägel. An der deutschen Übersetzung muss noch ein bisschen gearbeitet werden. So, was kann ich machen? Kann ich mit dem Messer einen Baum fällen? Nö, kann ich nicht. Was kann ich da? Was ist da? Was ist da? Was ist dort? Ein Zaun? Licht? Eine Scheune? Ein Sessel?
Kann ich interagieren? Nein, kann ich da? Kann ich rauf? Na sicher kann ich rauf. Eine Kiste. Kann ich was mit der Kiste machen? Ja. Schießen, Ziel nach vorne, ja. Richtig? D ist richtig. Springen, Sprint, Nahkampf, Waffe, Gegenstände nehmen, interagieren ist F. Okay, mit der Kiste kann ich nichts machen. Okay. Auch hier kann ich nichts machen. Kann ich da wieder runter? Okay. Da kann ich auch wieder Licht machen. Mit dem Metallteile. Okay. Holz. Was ist das gewesen? Nägel. Okay. Holz ist nie schlecht. Ein Brett. Nägel. Na dann untersuchen wir doch mal die Häuser. Bretter. Vielleicht. Grüß Gott. Ein Kunstliebhaber. Ein Bier. Wein. Ein Telefon. Da kann ich nichts machen. Cicero, da schau her. Das ist ja eine Axt. Jetzt kann ich sich auch Bäume fällen. So. Pflänzchen, Fenster. Noch mehr Pflänzchen. Plattenspieler. Scheint noch Strom zu funktionieren. Fernseher will nicht. Gut, dann ab ins nächste Häuschen. Nein, ich bin ja noch lange nicht fertig. Was ist ab ins nächste Häuschen? Dieses Haus sieht verlassen aus. Da hast du nicht... Entschuldigung, Unrecht. Entschuldigung. Die ganzen Kästen gehen nicht auf. Wasser, Bier, Limo. Nichts zu essen. Klopapier, Zahnbürste, ein leckeres Klo. Ich probiere gleich mal bei diesem Bäumchen. Mit diesem Bäumchen die Axt. Widerstandsfähig. Es tut sich nichts. Thank you.
Bretter, 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 Wasser. Okay. Bier. Bier. Locker Trink. Locker Trink. Aber wo ist Horn Peak? Da gibt es eine Tankstelle. Gut, wir schauen uns mal die umliegenden Hütten an. Da ist genau die gleiche Anordnung der Gegenstände wie in der letzten Hütte. Metallteile, wie sehe ich das, sind Holzbalken, Holzplanken, Nägel. Okay. Ruckzuck zum nächsten Gebäude. Vielleicht finde ich auch mal einen Verband oder ein Medikit. So schaut schon nicht so schlecht aus. Survival-Gedanke ist noch nicht so ausgeprägt, weil. Ach! Ein Schlüsselchen. Ah, da ist schon mehr drinnen. Da ist schon mehr drinnen. Ein Gurkenglas. Ein Gurkenglas. Da muss ich doch irgendwo reinkommen und mir das Gurkenglas einverleiben. Okay, das ist Mistbreak City. Let's go to Mistbreak City. Vielleicht sind dort Einwohner, die mir helfen, das Gurkenglas zu bekommen. Aber wie schlafe ich eigentlich? Oder? Nein. Wir werden's sehen. Gehört alles mir. Pflänzchen, Apfel, Zwiebel, Knoblauch. Knoblauch. Ich schätze, vorrangigstes Ziel sollte wahrscheinlich das Reparieren dieser Brücke sein. Alkohol gibt's genug. First Aid Kit. Da haben wir schon das Schlüssel. Da haben wir schon einen Schlüssel. Grüß Gott, hallo, gehört alles mir. Rucksack leeren. Ja, okay. Auch leeren. Okay. Was haben wir da? Leeren. Okay, was ist da? Zack. Naja, bitte, wir sind ja schon super ausgestattet.
versuche ich mit dem Schlüssel in die Hütte zu gelangen. Ich hoffe, das ist der richtige Schlüssel. Uhr. Ich denke bald. Da ist auch ein Schlüssel. Okay. Gurkenglas, Gurkenglas, Essiggurken. Yum, yum, yum. Schauen wir mal, ob ich angesoffen werde, wenn ich Wein trinke. Ändert sich was? Nein, gar nichts. Aber was soll ich machen, wenn es dunkel wird? Drüben war ein Bett in dem Haus. Aber mit dem habe ich eigentlich nichts anfangen können. Wir schnappen uns die Bretter. Auf zum nächsten, da war ich schon. Auf ins nächste Häuschen. Schaufensterpuppen. Grüß euch. Okay. Würde ich sagen, wir machen mal zu. Hallo? Ich hätte gerne eine Kardinale und eine Salami mit extra Käse. Ein Keks im Kühlschrank. Essiggurken. Keine bösen Wölfe, Bären, Touristen. Außerhalb der vier Wände. Der Schlüssel, ich habe schon ganz schön viele Schlüssel. Ah, Feuer, jetzt wird's romantisch. Jetzt wird's kuschelig. Keiner. Oh mein Gott, ich bin ein Vampir. Oh mein Gott, ich sehe mich nicht im Spiegel. Nun ja, gehe ich mal rauf. Grüß Gott. Hallo? Ein Wölfchen weit und breit. Die Dame des Hauses. The Secret Garden. Fernseher funktioniert nicht. Zwei elektronische Teile.
Ah, da ist ein Bett. Ah, jawohl. Achso, es ist jetzt 19 Uhr. Na, warten wir noch ein bisschen, bis wir einschlafen. Kühlung, wenn Sie Schaden erleiden, suchen Sie sobald. Also ich bin doch im Haus drinnen. Bin sehr interessant. Mit dieser Erkenntnis, meine Lieben, gehe ich jetzt mal kurz, ich weiß nicht, weinen, im Internet nach Lösungen suchen, das Spiel deinstallieren, weiterprobieren. Ich habe keine Ahnung, aber was ich weiß, wir sehen uns wieder. Also, tschüss, nicht verzweifeln und bis bald.